In der brasilianischen Küstenstadt Salvador de Bahia haben die Polizisten seit einer Woche ihre Arbeit niedergelegt. Seit Beginn des Streiks hat sich die Zahl der Morde verdoppelt. Es ist auch von einem Anstieg der Plündereien und bewaffneten Überfälle die Rede. Die Regierung hat jetzt fast 3000 Soldaten in die Region entsandt, um die Sicherheit wiederherzustellen. Ein Bewohner erzählt: Die Sicherheitslage ist sehr angespannt, weil 70% der Polizisten streiken, nicht nur hier in Salvador, sondern im ganzen Bundesstaat Bahia. Tausende Soldaten sind mittlerweile im Einsatz, doch die meisten sind im Regierungsviertel, deswegen sieht man fast keine Soldaten in den anderen Vierteln. Streikende Polizisten haben das Parlament besetzt. Sie harren dort mit ihren Familien aus. Die Polizisten fordern eine Gehaltserhöhung, bessere Arbeitsbedingungen und Amnestie für die Streikführer. Einheiten der Armee haben das Parlament umstellt. Die Regierung will mit allen Mitteln den Streik beenden, denn in 2 Wochen findet in der Millionenmetropole Salvador einer der größten Karnevalsumzüge des Landes statt.